Beschreiben Sie die Vorteile der Personalentwicklung, PE, für die Volkswirtschaft. Dies ist eine Frage, die wird in der Regel aus drei Perspektiven gestellt. Vorteile der Personalentwicklung für das Unternehmen, für den Arbeitnehmer und wie in diesem Fall hier für die Volkswirtschaft. Was kann man sagen? Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Ja, gut ausgebildete Facharbeiter, zum Beispiel in Deutschland, sorgen für zuverlässige Produkte, Dinge, die auch wirklich funktionieren, relativ wartungsarm laufen. Und das ist das, was Deutschland im internationalen Wettbewerb stark macht. Und es gibt Leute, die sagen, das hat auch mit gut ausgebildeten Mitarbeitern zu tun. Dann eventuell. Ja, eventuell ist immer so ein Trick. Das kann sein, kann auch nicht sein. Eventuell Entlastung des Arbeitsmarktes. Konsequente Personalentwicklung, konsequente Weiterbildung, Schutz vor Arbeitslosigkeit. Dafür lassen sich Belege auftreiben, dass das so ist. Ich will nicht sagen, dass es immer so ist, aber das ist oft auch so. Und eventuell höheres Steueraufkommen. Ja, das ist eine Folge. Wenn jemand arbeitslos ist, zahlt er in der Regel dann keine Steuern, sondern bezieht eine Transferleistung. Und wenn er dann wieder in Arbeit kommt, zahlt er wieder Steuern. Ja, das ist ein bisschen geschunden, ich gebe das zu. Es ist abgeleitet hieraus, ja, aus der Entlastung des Arbeitsmarktes. Also weniger Arbeitslose bedeutet höheres Steueraufkommen, aber was will man dagegen sagen? Und volkswirtschaftlich ist nun mal die global-galaktische Perspektive, also sind das zulässige Antworten. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.